Für die niederbayerische Wirtschaft ist Business TV und entsteht in Kooperation mit der IHK Niederbayern. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Business TV für die niederbayerische Wirtschaft. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Über das Internet werden heute gigantische Summen umgesetzt. Wer auf den Zug E-Commerce nicht aufspringt, verpasst nicht nur große Umsätze, sondern unter Umständen auch den Anschluss. Gerade der stationäre Handel sieht sich durch die Webkonkurrenz oft bedroht. Die Nummer 1 im Online-Geschäft ist Amazon. Zusammen mit der Wirtschaftswoche hat der Internetriese das erste Halbjahr ein Förderprogramm durchgeführt. Das Ziel? Kleine Händler auf den Weg ins Online-Geschäft zu unterstützen. Und ein Unternehmen aus Niederbayern war auch dabei. Der Online-Gigant Amazon. Rekordumsatz 2016. 136 Milliarden Dollar. Tendenz steigend. Das Unternehmen ist aktuell der zweitwertvollste Internetkonzern der Welt. Der E-Commerce-Riese hat sich jetzt den stationären Handel vorgeknüpft. Nicht aber, um ihn auszuschalten, wie oft die Sorge ist, sondern um mit ihm zusammenzuarbeiten, die Händler anzuleiten, fit für das Online-Geschäft zu machen. Zusammen mit der Wirtschaftswoche wurde das erste Halbjahr 2017 das Programm Unternehmer der Zukunft lokal und um die Welt durchgeführt. Früher endete das Einzugsgebiet von einem lokalen Händler häufig im Nachbarort. Heutzutage steht ihnen die ganze Welt als Marktplatz zur Verfügung. Und als spezielles Ziel von unserem Programm Unternehmer der Zukunft wollen wir die Grundlagen schaffen für die teilnehmenden Händler, deren Entwicklung beschleunigen, aber auch andere Unternehmen inspirieren, von den Chancen der Digitalisierung zu profitieren. Und auch aus dem Bayerischen Wald aus Schönberg im Landkreis Frauengrafenau war eine Firma dabei beim Programm Unternehmer der Zukunft. Das Modehaus Scheuchenzuber, eines von 23 Unternehmen deutschlandweit, das durch die Unterstützung von Amazon jetzt im E-Commerce durchstartet. Dann haben wir durch Zufall auf dieses Unternehmer der Zukunft Programm gekommen und haben uns gedacht, Mensch, das war doch ein guter Einstieg. Das war dann für uns ein bisschen so der Trigger, dass wir gesagt haben, okay, jetzt bewerben wir uns da mal. Und damals war uns dann gar nicht bewusst, was das dann für Tragweite haben wird. Also es hat sich jetzt schon retrospektiv herausgestellt, dass das für uns quasi der Start zum E-Commerce wird. Kick-off des Programms war im Januar in Berlin. Kennenlernen, herantasten, neues Terrain sichten und beschreiten, so die Devise. Dazu erste Informationen über Abläufe, Ansprechpartner und Coachings. Und so funktioniert das Programm. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung, das heißt unsere Webseite und zum Beispiel die Logistik-Services von Amazon, sozusagen die Schienen. Zum Erfolg fahren müssen die Unternehmen selber. Im Programm Unternehmer der Zukunft unterstützen wir darüber hinaus durch die Expertise von Amazon-Mitarbeitern, durch externe Coaches und durch mehr als 15 extra entwickelte Trainings. Auf dieser Grundlage wurde dann individuell für die Teilnehmer am Programm ein Maßnahmenplan erstellt, der in den Unternehmen nach und nach umgesetzt wurde. Das ist dann an dieser Stelle gemündet, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir soweit, dann haben wir unsere eigene Account-Managerin an Seite gestellt gekriegt und jetzt hat es geheißen, jetzt macht's mal. Das ist typisch Amazon. Irgendwann schmeißen sie ins Kurios und sagen, so, jetzt musst du liefern. Aber das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir einfach mal anfangen. Wird am Anfang noch ein bisschen wackeln, Prozesse waren noch gar nicht so klar. Aber ich möchte sagen, rückwirkend hat sich das als genau das richtige Vorgehen herausgestellt. Weil am Anfang, klar, die ersten paar Bestellungen, da waren wir am Anfang noch so ein bisschen baff. Okay, Bestellung ist gekommen, super. Und jetzt? Und das läuft jetzt immer glatter, wird immer besser. Und jetzt sind wir gespannt, was jetzt noch alles passiert. Am Anfang war es natürlich für uns, nach 32 Jahren, ziemlich aufregend, jetzt nochmal mit einem ganz neuen Medium zu arbeiten. Eben alles über Computer, den Verkauf über Amazon. Ich sehe das natürlich sehr positiv. Denn man darf die Augen vor der Zeit einfach nicht verschließen. Es ist einfach unsere Zukunft. Und die Standortgeschäfte, ja, die haben es schwer und werden es auch noch schwerer kriegen. Vorher war das für uns ein bisschen undurchsichtig. Also, wie läuft das aus Betreibersicht? Klar, wir haben ja alle zusammen E-Commerce-Kunden, jeder kauft von uns im Web. Aber mal die andere Seite kennenzulernen, wir haben ja gar nicht genau gewusst, was erwartet uns da? Wie viel Arbeit ist das? Und viele interpretieren das ja, oder gerade viele Einzelhändler, eher so ein bisschen als das Damoklesschwert, das über uns schwebt, weil der Einzelhandel sich ja immer eher ein bisschen bedroht vom E-Commerce. Wir haben es dann relativ schnell eher als Rettungsboot identifiziert und sagen, das ist nicht eine Bedrohung, sondern eine Chance für uns.
Und diese Chance wollen die Scheuchenzubers jetzt weiter ausbauen und nutzen. Ganz interessant war bei den ersten Online-Verkäufen, woher die Bestellungen kamen. Da kriegen wir dann immer die Mitteilung, wer was bei uns bestellt. Und dann sehe ich dann bei der Adresse, dass das direkt aus dem Nachbarort kommt, die Bestellung. Und dann haben wir auch Gedanken gemacht, haben wir gedacht, ja Vera, wenn das so ist, dann muss man das alles mal überdenken für die Zukunft. Wenn also der Nachbar lieber über das Internet einkauft, anstatt dass er zu uns einer geht, dann heißt das schon für uns, darüber nachdenken und eventuell auch dann dementsprechend agieren. Wir waren Ende letzten Jahres noch komplette E-Commerce-Newbies. Wir haben wir haben keine Ahnung gehabt. Und jetzt innerhalb 5 Monaten haben wir unsere eigene Logistik hochgezogen, haben ein eigenes Warenwirtschaftssystem mit einer Anbindung an ein externes ERP-System, haben wir unsere Händlerbeziehungen durch das ausbauen können, verschickt man und verkauft man auf alle 5 verschiedenen europäischen Marktplätze auf Amazon und haben auch noch Pläne für die Zukunft, also einen Plan, der jetzt bis Ende des Jahres geht. Besser hätte es nicht laufen können für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Unser Fazit fällt sehr gut aus. Wir wollten Grundlagen vermitteln, wir wollten inspirieren. Wir konnten feststellen, dass viele der teilnehmenden Unternehmen risikofreudiger geworden sind, experimentierfreudiger, teilweise sehr mutige Entscheidungen auch getroffen haben und damit die Grundlagen für den weiteren Erfolg gelegt haben. Das war unser Ziel, das haben wir, glaube ich, erreicht. Kurz nach Abschluss des Programms Ende Juni erhielten wir dann die Mitteilung, dass das Modehaus Scheuchenzuber jetzt ganz auf Online umstellen wird. In der Konsequenz wird dann das Geschäft in Schönberg nach über 3 Jahrzehnten schließen. Zum nächsten Thema. Die Sommervollversammlung der IHK Niederbayern in Passau. Und da war am Dienstag kein geringerer als Dr. Erik Schweizer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, zu Gast. Hoher Besuch in Passau. Der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Dr. Erik Schweizer, zu Gast bei der Vollversammlung der IHK Niederbayern. Im Gepäck den Werkstattbericht aus dem politischen Berlin. Wichtigstes Thema, der Fachkräftemangel. Das weltweit gelobte duale System müsse gestärkt und in den Fokus gestellt werden, so Schweizer bei einem vorangegangenen Pressegespräch. Wir müssen klarmachen, dass in der beruflichen Bildung das Risiko, dass Sie arbeitslos werden, wenn Sie zum Beispiel eine duale Ausbildung machen und anschließend noch einen Meister, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie arbeitslos werden, irgendwo bei 1%. Also de facto nicht mehr vorhanden. Die Einkommenssituationen sind zum Teil besser als im akademischen Bereich, wenn Sie im Durchschnitt den Chefarzt rausnehmen. Hintergrund ist das Ergebnis des aktuellen Ausbildungsberichts. 1/3 der deutschen Unternehmen können Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen. 10% bekommen gar keine Bewerbungen mehr, so der DIHK-Chef. Für eine Ausbildung anstatt Studium spreche außerdem, dass heute rund 19.000 verschiedene Studiengänge ca. 350 Ausbildungsberufen gegenüberstehen. Wenn einer einen dualen jemand einstellt, dann braucht er den und dann braucht er auch den Beruf und den Job und die Person. Bei 19.000 Studiengängen mit mindestens immer einem Studenten meistens viel, viel mehr, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es dafür immer schon eine realistische Berufsperspektive gibt. Schweizer gab außerdem sein klares Bekenntnis zu einem starken Europa ab und betonte die Bedeutung der EU für Deutschland als Exportnation und alle anderen Mitgliedstaaten. Jedes der ohne Großbritannien 27 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union ist für sich zu klein, um als Verhandlungspartner in der Welt entsprechend ernst genommen zu werden und auftreten zu können. Auch wir als Deutschland sind zu klein. Das heißt, ich glaube, wir müssen deutlich mehr tun, um die Europäische Union zu stärken. Die Digitalisierung sei weiter eine der Herausforderungen der Stunde. Eine entsprechende Internetverbindung gerade im ländlichen Raum zwingend erforderlich. Stichwort Handel auf den Weltmärkten. Wir brauchen Freihandel. Freihandel sorgt für Wohlstand, Beschäftigung übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in der ganzen Welt. Ich glaube, viele derjenigen, die damals gegen TTIP waren, wären froh, wenn es jetzt ein TTIP geben würde, und zwar bevor der neue amerikanische Präsident in sein Amt gekommen ist. Auch eine wichtige Personalie wurde am Dienstag noch bekannt gegeben. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Niederbayern, Walter Keilbart, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Nachfolger wird ab Januar 2018 Alexander Schreiner.
Zum Schluss unserer heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen noch einen Erfinder aus Metten vor. Er hat zusammen mit seiner Frau etwas ausgetüftelt, das im wahrsten Sinne des Wortes die Frauenwelt glücklich macht. Und nicht nur das, sondern die beiden haben mit ihrem Unternehmen auch eine beachtliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Metten im niederbayerischen Landkreis Deckendorf, weithin bekannt durch sein Kloster. Hier im Markt mit rund 4.400 Einwohnern lebt auch ein umtriebiger Erfinder, Michael Lenke. Über 100 Erfindungen hat er schon auf den Markt gebracht, im Bereich Botanik, Kosmetik, Medizintechnik oder zum Beispiel auch ein Erdbebenfrühwarnsystem. Sein Antrieb, Lösungen für Probleme zu finden. So war es auch bei einer seiner jüngsten und vielleicht auch erfolgreichsten Errungenschaften. Mir ist eine Studie in die Hand gekommen aus Amerika, die besagt, dass über 50% der Frauen keinen Höhepunkt erleben. Und das war für mich sofort eine Herausforderung, das zu ändern. Etwas zu entwickeln, dass man den anderen 50% helfen kann. Doch dann, nach 18 Monaten Entwicklungszeit, einer Investition von 1 Million Euro für Forschung, weltweite Patente, Rechte und Markteinführung, war er da. Der Womanizer. Und das Problem gelöst. Der Womanizer, man muss sich das so vorstellen, wird auf die Klitoris aufgesetzt. Dabei wird die Klitoris nicht berührt, weil da kommt so eine Kammer drüber. Und in dieser Kammer entsteht ein Saugdruckfeld. Das wird gepulst und das wird ganz fein gepulst. Und dadurch kommt es zu einer Eigenschwingung der Klitoris und zur Auslösung des Orgasmus. Ob die Frau will oder nicht, sie bekommt eigentlich immer einen Orgasmus. Maßgeblich beteiligt Ehefrau Brigitte. Ohne sie wäre wohl mit dem Womanizer nicht nur der eine, sondern auch der geschäftliche Höhepunkt ausgeblieben. Meine Frau ist an der Womanizer-Entwicklung maßgebend beteiligt, weil ein Mann alleine kann das nicht entwickeln. Er braucht eine Frau, die das testet. Weil der Mann kann die Wirkung überhaupt nicht feststellen. Und meine Frau hat die Geduld gehabt, 18 Monate lang das zu ertragen, die Entwicklung. Und da bin ich ihr sehr dankbar. Wir bekommen wöchentlich Schreiben, E-Mails aus der ganzen Welt, Dankeschreiben. Und was ganz toll ist, wir bekommen hier Pakete mit Geschenken. Das sind Frauen, die teilweise 60, 70 Jahre alt sind und das erste Mal in ihrem Leben einen Höhepunkt erlebt haben. Und die sind so dankbar, die schreiben uns das, schicken uns Geschenke. Also sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt. Und das ist natürlich für einen Entwickler ist das schon was Tolles, wenn man sieht, man hat wirklich was Positives erreicht. Innerhalb von 4 Jahren wurde das ein Weltunternehmen. Wir haben über 850 Mitarbeiter weltweit. Wir haben eine eigene Niederlassung in San Francisco, die den amerikanischen Markt selber steuert. Mit einem eigenen Logistikunternehmen. Wir haben in Hongkong ein eigenes Vertriebsbüro für den ganzen asiatischen und pazifischen Raum. Und in Europa haben wir den größten Distributor, das ist Orion. Der macht den gesamten europäischen Markt. Ich habe immer das, was wir erwirtschaftet haben, immer wieder reinvestiert, immer wieder in neue Projekte rein, muss sagen. Und wir waren manchmal wirklich am Rand des Verderbens, weil ein Produkt nicht so gelaufen ist. Es war immer ein Auf und Ab und wichtig ist es, dass es halt irgendwann zum Schluss dann doch so hinhaut, dass man sagt, ja, es hat sich rentiert, der Weg hat sich rentiert. 68 mittlerweile ist Michael Lenke aber noch nicht müde. Die Welt verlangt weiter nach Lösungen und Lenkes Erfindergeist. Im Moment arbeite ich an einem System für Männer. Die Männer rufen auch ständig an bei uns in der Firma und sagen, wann kommt endlich der Manizer? Aber ich muss sagen, es ist sehr schwierig. Ich arbeite 1,5 Jahre schon am Männerprodukt. Es ist sehr, sehr schwierig, weil der Mann ist wesentlich komplizierter als eine Frau. Und das war's auch schon wieder für heute. Business TV für die niederbayerische Wirtschaft gibt es wieder im August. Dann mit einer Sonderausgabe vom Gäubodenfest in Straubing. Es geht um den Wirtschaftsfaktor Volksfest. Bis dahin, auf Wiedersehen, machen Sie's gut.